es ist ein Wahnsinn. Es ist mittlerweile, haben wir 50 Teams. Wir waren letztes Jahr bei 34 Teams. Das eigentlich allein durch die Mundpropaganda. Und mittlerweile mehr als international. Wir haben Teams von Schweden, von Holland, von Italien, von Deutschland und natürlich einen Haufen Österreicher. Ja, ich habe vor 2 Jahren von den Laus einen Kilt gekriegt und da bin ich einmal richtig auf den Geschmack gekommen, was heißt, einen Kilt zu tragen. Und das ganze lässige Zeug war vom Rettl eigentlich. Und ja, dann habe ich mich letztes Jahr noch einmal neu eingekleidet und haben gesagt, du, wenn du mal Lust und Zeit hast, dann schau halt einmal vorbei. Und Gott sei Dank haben wir das schon vor 2-3 Monaten ausgeredet, das Ganze, weil sonst hätten wir jetzt mit den Terminen schon überhäuft, aber was ausgeredet ist, ist ausgeredet. Und deswegen bin ich heute da und bin schon gespannt, was mir jetzt erwartet. Also, viele glauben, es geht um Skifahren. Die Niki hat gesagt, oh, Skifahren. Auf Skifahren kommt jetzt nicht so drauf an, das heißt, okay. Aber es sind die beinharten Bewerber, gell? Diese Geschicklichkeitsdings. Und da brauchen wir ja was, der Federhütten, Schiedsrichter und genaue Turnierleitung und so. Also, es ist schon alles sehr gut organisiert. Gell?